Kannst du alle 16 Bundesländer auf der Karte erkennen? Zeige dein Wissen in diesem Erdkunde-Quiz. Für jede Frage hast du 10 Sekunden Zeit. Dann folgt die Lösung. Bist du bereit? Erste Frage. Welches Bundesland ist auf der Karte markiert? A, B oder C? Welche Antwort ist richtig? Die richtige Antwort ist Hessen. Hier findet man die Finanzmetropole Frankfurt, die für ihre beeindruckende Skyline und als Sitz der Europäischen Zentralbank bekannt ist. Welches Bundesland ist auf der Karte markiert? A, B oder C? Die richtige Antwort ist Brandenburg. Dieses Bundesland umgibt die Hauptstadt Berlin und ist für seine vielen Seen und Naturparks bekannt. Welches Bundesland ist auf der Karte markiert? Die richtige Antwort ist Baden-Württemberg. Dieses Bundesland im Südwesten Deutschlands ist bekannt für seine malerischen Weinberge und den Schwarzwald. Es ist die Heimat von Automobilherstellern wie Mercedes-Benz und Porsche. Welches Bundesland ist auf der Karte markiert? Die richtige Antwort ist Berlin. Als Hauptstadt Deutschlands hat Berlin eine lebendige Kunst- und Musikszene. Die Berliner Mauer, die einst die Stadt teilte, ist ein wichtiger historischer Ort. Welches Bundesland ist auf der Karte markiert? Die richtige Antwort ist Bayern. Bayern ist berühmt für seine traditionsreiche Kultur, darunter das Oktoberfest in München, die bayerische Küche und das Schloss Neuschwanstein, eine der bekanntesten Burgen der Welt. Welches Bundesland ist auf der Karte markiert? Die richtige Antwort ist Bremen. Bremen ist eine Stadtstaat, bekannt für die Bremer Stadtmusikanten. Eine Statue, die auf einem Grimmschen Märchen basiert. Welches Bundesland ist auf der Karte markiert? Die richtige Antwort ist Niedersachsen. Niedersachsen beherbergt die Lüneburger Heide, eine beeindruckende Heidelandschaft, die besonders zur Blütezeit ein Highlight ist. Welches Bundesland ist auf der Karte markiert? Die richtige Antwort ist Sachsen. In Sachsen findet man die kulturell reiche Stadt Dresden mit vielen Kunstmuseen und historischen Gebäuden wie der Frauenkirche. Welches Bundesland ist auf der Karte markiert? Die richtige Antwort ist Saarland. Saarland ist klein, aber fein, bekannt für seine Industriegeschichte und die Nähe zu Frankreich, was kulturelle Einflüsse mit sich bringt. Welches Bundesland ist auf der Karte markiert? Die richtige Antwort ist Schleswig-Holstein. Das Bundesland zwischen Nord- und Ostsee, bekannt für das Wattenmeer und Städte wie Kiel und Lübeck. Welches Bundesland ist auf der Karte markiert? Die richtige Antwort ist Thüringen.
Thüringen wird oft als das grüne Herz Deutschlands bezeichnet. Es ist bekannt für den Thüringer Wald und historische Städte wie Weimar und Erfurt. Welches Bundesland ist auf der Karte markiert? Die richtige Antwort ist Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt beherbergt den Harz, ein Mittelgebirge, das bei Wanderern und Naturliebhabern beliebt ist. Die Brockenbahn, eine Dampflokomotive, ist besonders bekannt. Welches Bundesland ist auf der Karte markiert? Die richtige Antwort ist Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz ist die Heimat des Rheintals, bekannt für seine beeindruckenden Burgen und seine Weingebiete. Welches Bundesland ist auf der Karte markiert? Die richtige Antwort ist Hamburg. Als Hafenstadt an der Elbe hat Hamburg eine reiche maritime Tradition. Die Stadt ist auch für ihr Nachtleben und die Musikszene bekannt. Welches Bundesland ist auf der Karte markiert? Die richtige Antwort ist Mecklenburg-Vorpommern. Mit seiner langen Ostseeküste und den zahlreichen Seen ist Mecklenburg-Vorpommern ein beliebtes Ziel für Wassersportler und Naturliebhaber. Welches Bundesland ist auf der Karte markiert? Die richtige Antwort ist Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen beherbergt Städte wie Köln und Düsseldorf. Der Kölner Dom ist eines der bekanntesten Wahrzeichen Deutschlands. Wie viele Bundesländer konntest du auf der Karte erkennen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Hier ein weiteres Video für dich.